Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. So schön, dass du wieder zu mir gefunden hast. Mein Name ist Monika. Heute schauen wir, welcher Engel sich uns zeigen möchte für den heutigen 8. Dezember. Schauen wir mal, welcher Engel eine Botschaft an uns richten mag heute. Der Engel, oh, ist einer ui. Wie schön. Eine sehr schöne Botschaft, meine Lieben, kommt hier zu euch geflogen. Und zwar der Engel des Friedens. Bewahre dir deinen inneren Frieden. Das ist doch immer wichtig. Der Engel des inneren Friedens. Jetzt muss ich ihn nur finden. Kleinen Moment bitte. Des Friedens, 28. Der Engel des Friedens. Das ist der Engel des Friedens. Genau, ja. Des inneren Friedens. Öffne heute dein Herz für den Engel des Friedens und lasse für einen Moment alles um dich herum los. Atme tief durch und lasse nicht länger zu, dass äußere Umstände deinen inneren Frieden in irgendeiner Hinsicht stören. Der Engel des Friedens steht dir heute mit seiner Anwesenheit, Berührung und Begleitung zur Seite. Mit seiner Umarmung öffnet er jetzt ganz liebevoll deinen geistigen Kanal für den Frieden. Durch diese Energie werden dir mögliche Lösungen für alle Konflikte eingegeben und du kannst wieder ganz zu dir selbst finden. Atme jetzt Frieden ein und jegliche Disharmonie aus. Durch die Nase ein. Und den Mund wieder aus. Atme himmlischen Frieden ein und spüre, wie er dich erfüllt und du in tiefer Ruhe, Gelassenheit, Zuversicht und Zufriedenheit in dir ankommst. Bitte den Engel des Friedens, dein Herz mit Güte zu umhüllen. Durch seine Berührung spürst du so viel Frieden, wie du noch nie zuvor empfunden hast. Er bringt dich und dein Leben in Einklang mit all deinen Bedürfnissen, sodass dir einiges vielleicht gar nicht mehr so wichtig erscheint und du dich selbst so akzeptieren kannst, wie du bist, nämlich ganz wunderbar. Die Seelenbotschaft des Engels an dich. Rufe mich und verbinde dich mit mir. Ich werde dich mit Liebe erfüllen, die dir in jeglicher Kommunikation die Worte verleiht, die Frieden bringen, ihn erhalten und oder wiederherstellen. Und zu deiner Frage, ja, es wird eine friedliche Lösung geben. Ist das nicht eine schöne Botschaft? Wunderbar. Ja, und zum Thema Atmung möchte ich euch gern einen kleinen Hinweis geben. Und zwar, vielleicht mögt ihr kurz mal mit mir mitatmen. Und zwar nehmt ihr die Hände wie so zum Gebet, ja, und gebt leichten Druck auf die Hände, leichten Druck. Und jetzt atmen wir durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus, sodass der Frieden in uns einkehrt. Also. Durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und wieder ein. Und wieder aus. Das könnt ihr einige Male wiederholen und am Ende faltet ihr die Hände wie auch so zum Gebet
der Sinn davon ist, dass alle Meridiane am Körper dadurch geströmt werden, wir also unserer Gesundheit damit etwas sehr Gutes tun können. Und je tiefer die Ausatmung gelingt über den Mund, umso stärker sprechen wir das vegetative Nervensystem an und umso mehr kommen wir in tiefe innere Ruhe. Das heißt, diese Atemübung ist auch geeignet, wenn man zu Angst- oder Panikgefühlen neigt. Ja? Da wäre es gut, wenn man diese Atemübung regelmäßig einfach einübt. Einmal am Tag wäre schon ganz toll. Okay, meine Lieben, dann bedanke ich mich, dass ihr dabei wart und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, alles Liebe und Servus!